Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich nun einen weiteren brandneuen Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch, mit dem ihr euch wieder euren LG Retro Custom duplizieren könnt. Heute Morgen hatte ich ja bereits einen brandneuen Money Glitch für euch hochgeladen, aber dieser war leider nicht der beste, da ihr für diesen Glitch einen Freund gebraucht habt, der im Teleport Glitch ist, und somit ging dieser Glitch leider auch nur auf der PlayStation 4. Allerdings habe ich jetzt einen deutlich besseren Glitch für euch, der auf jeden Fall zu 100% auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One funktioniert. Außerdem braucht ihr auch niemanden, der im Teleport-Glitch ist oder sonstiges. Auf jeden Fall ist dieser Glitch wirklich mega einfach, er benötigt kein Timing und er geht auch wirklich verdammt schnell. Gefunden habe ich ihn auf jeden Fall die Tage zusammen mit meinem Kumpel Superstylin zusammen. Falls ihn aber irgendjemand anders vor uns bereits gefunden hatte, dann soll diese Person sich halt einfach bei mir melden und dann verlinke ich sie als Founder dafür unten in meiner Videobeschreibung. Was mich aber auf jeden Fall riesig freuen würde, wäre, wenn wir heute für diesen überkrassen Glitch mal wieder die 600 Likes packen würden, und falls du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann lass mir doch jetzt einfach mal ein Abo da, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Aber ich würde mal sagen, dass ich jetzt schon wieder viel zu viel geredet habe und deshalb kommen wir direkt einmal zu den Vorbereitungen für diesen Glitch hier, also auf geht's. Also, für diesen Glitch braucht ihr zunächst einmal zwei Garagen. Eine Garage davon muss aber der Nachtclub bzw. der Lieferanteneingang des Nachtclubs sein. Und dort drinnen braucht ihr ein Auto, welches ihr euch duplizieren wollt. Und da kann ich euch wie immer nur einen LG Retro Custom empfehlen, da ihr für diesen am Ende, wenn ihr diesen verkauft, dann fast 1 Million GTA-Dollar im Los Santos Customs bekommt. Falls ihr aber keinen LG Retro Custom habt, dann nehmt einfach irgendein anderes Fahrzeug, welches ihr bei Benny's Original Motorworks tunen könnt, und dupliziert euch das dann, wie zum Beispiel einem Buccaneer, einem Moonbeam oder einem Sultan RS. Außerdem braucht ihr auf eurem LG Retro Custom bzw. auf dem Auto, welches ihr euch dupliziert, auch kein eigenes Nummernschild, welches ihr euch über die iFruit App bestellt habt, da das Duplikat nämlich hinterher das Kennzeichen vom LG RH8 annimmt und somit eine saubere Kopie wird, die das Anti-Cheat-System nicht erkennt. Als nächstes braucht ihr dann eine zweite Garage, und in dieser muss sich ein Auto drin befinden, welches ihr opfern könnt, und da kann ich euch auch wie immer nur einen LG RH8 empfehlen, da dieser kostenlos ist. Falls ihr aber noch irgendwelche anderen Schrottautos dort drin stehen habt, dann könnt ihr diese natürlich auch hier an dieser Stelle verwenden. Falls ihr aber mehrere Autos euch duplizieren wollt, dann braucht ihr hier drinnen logischerweise auch mehrere LGs bzw. genauso viele LGs, wie ihr euch auch Retros an der Zahl duplizieren wollt. Ich habe die RH8s hier auf jeden Fall in meinem Nachtclub auf irgendeiner Ebene rumstehen, und das kann ich euch auch nur empfehlen, das so zu machen, denn dann geht der Glitch halt viel schneller. Falls euch das aber egal ist, dann könnt ihr auch wirklich jede andere Garage in GTA Online hierfür verwenden. Als nächstes braucht ihr dann noch was, um eure Autos am Ende abzuspeichern, und dafür braucht ihr dann einen eigenen Bunker, und in diesem Bunker muss sich ein MOC mit einem Lagerplatz für eure persönlichen Fahrzeuge befinden. Oder ihr verwendet hierfür einfach eure Firmengarage mit einer eigenen Tuningwerkstatt. Und zu guter Letzt braucht ihr dann noch die Hilfe von einem Freund, der euch halt hier bei diesem Glitch hilft. Allerdings muss dieser nicht viel machen und kann die meiste Zeit des Glitches AFK sein. Falls ihr aber niemanden habt, der euch bei diesem Glitch hier hilft, dann verabredet euch doch einfach unten in den Kommentaren und helft euch dann gegenseitig weiter. So, habt ihr diese Dinge nun vorbereitet, dann können wir jetzt auch schon mit dem eigentlichen Glitch beginnen, also let's go. Startet jetzt als allererstes mal GTA 5 ganz normal, so dass ihr jetzt nun in den Story-Modus von GTA 5 geladen werdet, denn hier müsst ihr jetzt nun als erstes mal euren Zielmodus auf das freie Zielen umstellen, da wir bei diesem Glitch einen Zielmodus brauchen, den kaum jemand in GTA Online benutzt. Der normale Zielmodus ist ja unterstütztes Zielen teilweise, und deshalb kann ich euch nur empfehlen, das Ganze hier auf das freie Zielen umzustellen. So, habt ihr das jetzt nun gemacht, dann erstellt ihr euch jetzt an dieser Stelle erst einmal eine Freundessitzung. Seid ihr nun in der Sitzung angekommen, dann joint euch nun euer Freund nach, damit ihr jetzt endlich mit dem Glitch beginnen könnt. Ist dieser jetzt nun bei euch in der Sitzung angekommen, dann geht ihr jetzt nun zu Fuß in euren Nachtclub bzw. in den Lieferanteneingang des Nachtclubs, und wenn ihr nun drinnen angekommen seid, dann lauft ihr zu eurem LG Retro Custom, dann steigt ihr in diesen ein und dann fahrt ihr mit dem LG Retro Custom nach draußen. Seid ihr nun draußen angekommen, dann müsst ihr jetzt nun euren Freund abholen und mit diesem dann zurück zum Nachtclub fahren, und dann fahrt ihr zusammen in den Nachtclub rein, genauer gesagt in den Lieferanteneingang.
Seid ihr nun drinnen angekommen, dann steigt ihr jetzt nun automatisch aus dem Auto aus und dann muss euer Freund jetzt etwas machen. Und zwar muss er sich jetzt in etwa dorthin stellen, wo wir hier gerade in diesem Video stehen, dort bei dieser Linie hier auf dem Boden, und dabei muss er den Retro anschauen. Steht er jetzt nun dort, dann muss er jetzt nun an dieser Stelle sein Pausemenü öffnen und dort geht er dann auf den Karteireiter Online, dann auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, und dort wählt er dann irgendeine x-beliebige Kontaktmission aus, wie zum Beispiel den Job für einen Titan. Hat er das jetzt nun gemacht, dann wartet er jetzt nun ab, bis er im Jobmenü angekommen ist, und dort drinne wartet er jetzt nun die ganze Zeit ab, bis ihr mit diesem Glitch hier fertig seid. An dieser Stelle kann er sogar ruhig AFK gehen. So, ist euer Freund jetzt nun im Jobmenü drinne, dann öffnet ihr jetzt erst einmal euer Interaktionsmenü und dort stellt ihr jetzt nun euren Spawnort auf den Nachtclub um, denn das erspart euch gleich Zeit bei diesem Glitch hier. Habt ihr das jetzt nun gemacht, dann schließt ihr jetzt nun wieder das Interaktionsmenü und dann lauft ihr jetzt nun zum Ausgang des Nachtclubs und dann verlasst ihr diesen alleine. Passt aber darauf auf, dass ihr jetzt nicht euren Freund mit nach draußen nehmt, weil dann wäre der Glitch kaputt und dann müsstet ihr ihn von vorne machen. Seid ihr nun draußen angekommen, dann öffnet ihr jetzt nun erneut euer Interaktionsmenü und dann macht ihr an dieser Stelle einmal über das Interaktionsmenü Selbstmord. Habt ihr das nun gemacht und ihr seid jetzt nun wieder gespawnt, dann öffnet ihr jetzt nun euer Pausenmenü, geht auf den Karteireiter Online und dann klickt ihr auf Neue Sitzung finden. Seid ihr nun in der neuen Sitzung angekommen, dann verlasst ihr jetzt als allererstes mal den Nachtclub und dann fahrt ihr jetzt nun zu der Garage, in der sich euer LG RH8 drin befindet, den ihr ja opfern könnt. Solltet ihr euren LG RH8 aber im Nachtclub auf irgendeiner Ebene dort haben, dann fahrt ihr jetzt ganz einfach mit dem Fahrstuhl runter auf diese Ebene. So, seid ihr jetzt nun in eurer Garage angekommen, in der sich ja der LG RH8 drinne befindet, dann lauft ihr jetzt nun zum LG RH8 und dann steigt ihr in diesen ein und dann fahrt ihr mit diesem nach draußen. Seid ihr nun draußen angekommen, dann fahrt ihr jetzt nun mit dem LG RH8 zurück zum Nachtclub. Falls ihr das Ganze aber aus dem Nachtclub heraus gemacht habt, dann müsst ihr logischerweise ja nicht wieder zurück zum Nachtclub fahren. Seid ihr jetzt nun wieder beim Nachtclub angekommen, dann stellt ihr jetzt nun den LG RH8 in den Lieferanteneingang des Nachtclubs, dort wo sich ja jetzt gerade noch euer LG Retro Custom drinne befindet. Habt ihr das jetzt nun gemacht und ihr seid jetzt nun wieder im Nachtclub bzw. im Lieferanteneingang des Nachtclubs angekommen, dann steigt ihr jetzt nun aus dem Auto aus und dann verlasst ihr jetzt nun den Nachtclub zu Fuß. Seid ihr jetzt nun draußen vor eurem Nachtclub gespawnt, dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle erneut euer Interaktionsmenü und dann macht ihr an dieser Stelle jetzt noch einmal über das Interaktionsmenü Selbstmord. Habt ihr das jetzt nun gemacht und ihr seid jetzt nun wieder gespawnt, dann öffnet ihr jetzt nun erneut euer Pausenmenü, geht dann erneut auf den Karteireiter Online und dann klickt ihr nun auf Freunden beitreten. Denn nun müsst ihr wieder in die Sitzung von eurem Freund zurückkehren und die Option Freunden beitreten ist dazu leider die einzige Möglichkeit. Denn euer Freund befindet sich ja immer noch in einem Jobmenü und wenn ihr ihm jetzt nun über eure Party joinen würdet, dann würdet ihr nur im Jobmenü landen und nicht in seiner Sitzung. So, seid ihr jetzt nun in der Sitzung angekommen, dann schaut ihr jetzt erst einmal nach, ob ihr auch wirklich in der richtigen Sitzung seid und wenn nicht, dann wiederholt ihr einfach den letzten Schritt so lange, bis ihr in der richtigen Sitzung angekommen seid. Seid ihr aber in der richtigen Sitzung, dann lauft ihr jetzt nun einmal zum Lieferanteneingang des Nachtclubs und dort werdet ihr dann eine kleine Überraschung erleben. Denn hier wird sich immer noch der LG Retro Custom befinden, obwohl ihr ja vorhin hier einen LG RH8 reingefahren hattet. Und nun müsst ihr lediglich in den LG Retro Custom einsteigen und mit diesem dann nach draußen fahren, um diesen dort draußen dann abzuspeichern. So, seid ihr nun draußen gespawnt, dann hat sich jetzt an dieser Stelle auch schon euer Kennzeichen geändert und zwar hat der Retro jetzt nun das Kennzeichen, welches vorher auf dem LG RH8 drauf war. Und ja, um das Auto jetzt nun abzuspeichern, müsst ihr dasselbe machen wie bei den letzten gefühlt 50 Money Glitches in GTA Online und zwar müsst ihr jetzt an dieser Stelle euer Interaktionsmenü öffnen und dann fordert ihr euch dort euren MOC an. Und dann müsst ihr, wenn der MOC angekommen ist, dort ganz einfach dann euer Auto reinfahren. Alternativ könnt ihr wie immer auch das Auto dann zu eurer Firmengarage fahren, es dort dann reinstellen und in der Tuning-Werkstatt der Firmengarage dann etwas am Auto verändern, wie zum Beispiel der Farbe, das Kennzeichen oder sonst irgendetwas und dann wäre das Auto ebenfalls abgespeichert. Und ja, wenn ihr genau wie ich wie immer die MOC-Methode macht, dann ist das Auto nun auch wirklich schon zu 100% abgespeichert, wenn ihr mit dem Auto drinnen im MOC angekommen seid. Und nun befindet sich das Duplikat im MOC und euer Originalauto befindet sich jetzt nun in der Garage, wo der LG RH8 am Anfang
Anfang zuvor sich befand. Und ja, wenn ihr euch jetzt nun ein weiteres Auto duplizieren wollt, dann solltet ihr jetzt erst einmal in den Retro einsteigen, mit diesem dann das MOC verlassen und dann wieder mit dem Auto zurück zu eurem Nachtclub fahren und dann stellt ihr den Retro wieder in den Lieferanteneingang des Nachtclubs und dann wiederholt ihr die restlichen Schritte von vorne. Ich schätze mal, wenn ihr jetzt schnell seid, dann dupt ihr euch ein Auto alle 5 Minuten, je nachdem wie lange die Ladezeiten beim Switchen der Lobbys sind. So, ich hoffe mal, dass ihr diesen Glitch jetzt nun alle verstanden habt. Im Grunde ist dieser wirklich mega einfach und deshalb wünsche ich euch jetzt nun viel Spaß beim Glitchen. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und nichts mehr in Red Dead Redemption 2 und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.